Ich bin der Bernd. Mein Channel heißt Bernd Kills und meine Seite heißt Gitarrenlehrer Online. Herzlich willkommen hier in 42nd Gear Street. 42 Gear Street. 42. Warum sagst du den Leuten dann, wie dein Channel heißt? Wir sind doch auf deinem Channel. Fuck. Wollen wir nochmal anfangen? Nö. Okay. Du hast Scheiße gebaut und deine Zuschauer sehen jetzt, was du für eine Scheiße baust, Bernd. Ah ja, ich wusste ja von nix. Genau. Ja. Also, okay. Hallo ihr Lieben, wir sind heute bei 42 Gear Street beim Henning. Das ist der Henning. Gute. Der spricht normalerweise anders. Anders der ist. Anders der. Und einige sind jetzt wahrscheinlich geschockt, dass der auf einmal Deutsch spricht. Kann ich. Oder so ähnlich wie Deutsch. Hab's drauf. Hast du drauf. Kann ich. Genau. Und was machen wir jetzt eigentlich? Ich habe eine wunderschöne Gitarre hier. Geht dich ein Scheißdreck an. Hey, warte mal, wir sind auf deinem Kanal. Gut, dann geht dich ein Scheißdreck an. Die Gitarre ist so Huber. Huber. Nick Huber. Die kann was? Ist Wer ist blau? Das? Nee, war ein Witz. Das ist einer von Deutschlands absolut besten Gitarrenbauern, oder? Weltweit besten Gitarrenbauern. Weltweit. Ja. Aber in Deutschland sowieso. Ist so, Deutschland sowieso. Ja. Ey, wenn der weltweit geil ist, ist er auch Deutschland geil. Stimmt. Und wir haben, das hat eine Logik. Wir haben hier eine Bedienungsanleitung für den nagelneuen. Der ist heute noch überhaupt nicht draußen. Der kommt im September erst raus. Also nicht das Video raushauen, bevor das offiziell ist. Sonst kriege ich aufs Maul. Ah, Mist. Die Eventide-Leute, die kommen mit Baseballschlägern und da geht's böse auf die Fresse. Ja. Drei Zerra-Chorus. Das wäre, pass auf, meine Jungs. Aber der verzerrt nicht. Nö. Drei Zerra-Chorus. Ach, Zerra, okay. Ja, drei Zerra-Chorus. Wow. Der Robin, der hat es voll drauf, der Robin sitzt, aber der Robin macht ihn jetzt in die Ecke, pass auf, Achtung, und Robin, und da ist er. So sieht er aus, der ist ein Algorithmus vom H9, oder in Deutsch vom H9. Der hat ja ganz viele Algorithmen drin und viele Leute haben keinen Bock, mit dem Handy rumzufummeln und so, die wollen halt nur den Chorus und deswegen haben sie jetzt so einige von den Algorithmen einzeln rausgebracht, den Black Hole Reverb, so ein riesen Mega-Reverb, Multitap-Delay, was super geil ist. Dann diesen Doubler-Pitch-Delay-Dings, so diese, für diesen Van Halen-Geschichte. Und jetzt haben sie den Chorus. Der ist, wie gesagt, nagelneu. Ich kenne den nicht. Ich habe eben das erste Mal damit... Ich auch nicht. Ich habe das gerade erfahren, dass wir ein Video über den Chorus machen. Aber das Coole aber ist, geil. Brauchen wir nicht. Also ich sag, pass auf. Erstes Mal hast du hier 6 Knöpfe. Und wenn du die Oppe drückst, hast du nochmal 6 Knöpfe. Ja. Das ist ziemlich cool. Weiß ist Layer 1 ohne Licht an. Und ohne drunter, dunkelgrün auf grün, super designed, hast du den zweiten Layer. Du musst also in die Bedienungsanleitung gucken, das sagt dir halt eigentlich schon auf dem Ding, was passiert. Sehr geil. Dumm ist halt, wenn du im zweiten Layer bist, rumdrehst, siehst du die Knöpfe nicht mehr, was du im ersten Layer gedreht hast. Das ist immer so ein, naja, nicht geil, aber geht halt nicht anders. Dafür ist das Ding, wie man sieht, echt klein. Ja, also das heißt, die Knöpfe sind nicht unbedingt da, wo man sie einstellt, sondern da, wo man sie... Das ist wie groß es ist. Also es ist jetzt kein großes Pedal und hat natürlich Mono-In, Stereo-Out. Hat sogar, glaube ich, wahrscheinlich Stereo-Eingang, wenn man Bock hat. Mit dem TRS-Kabel. Müssen wir jetzt hin gucken. Ja. Ja, ja, ja. Hat MIDI oder Expression. Mit Expression kannst du zwischen zwei kompletten Presets morphen. Und, und wie ich das sehe, guck mal, Left, Center, Right, verschiedene Modulations-Depth für links und rechts und die Mitte. Das heißt, du kannst richtig krass geile Stereo-Sounds machen. Absolut. Und weil wir keine Zeit haben, uns damit auseinanderzusetzen, machen wir Cheatcards. Jetzt habe ich verstanden, für was die Dinger sind. Ja. Das habe ich auch. Das ist aber eine gute Idee. Das ist eine total gute Idee. Das heißt, pass auf, du haust das Ding hier oben drüber. So zum Kennenlernen ist das super geil. Jetzt sind wir im Preset-Modus. Guck, da kannst du hier so durchsteppen. Jetzt machen wir Presets. 5 Presets, oder? Ja, und über MIDI und natürlich. Über MIDI natürlich dann wahrscheinlich 128 oder irgendwas. Jetzt drückst du hier auf Active. Ja. Hey, warte mal, nochmal. 1, Active. Jetzt sind wir beim ersten Preset. Pass auf, jetzt gucken wir hier auf die weißen Dinge, stellen das so ein. Schau schon mal die schönen Gitarrspiele. Pass auf, jetzt sind wir da, wo es eingestellt ist. Super. Okay. Dann machen wir. Also machen wir. Jetzt muss ich aufpassen, dass die Copyright-Claim nicht kommt. Was war, deswegen, zeig mir mal den Akkord. Das ist ja geile Sache, was du da machst. Warte mal. Das B mit dem Gis drin ist doch die 6. Nee, was du. Nee, du ja, E. Ja, ja. E9, E-Dur 9. E-Add-9. Und der Cheater, der macht das auch noch in E und nicht in F, wie es eigentlich ist. Es ist ja eigentlich nicht in E und nicht in F. Es ist verstimmt und der stimmt die Gitarre auf Drop D und stimmt so einen Halbton höher und spielt ganz komische Voicings. Wer? Das heißt, wer? Der Typ, von dem das Original der ist. Der König. Von wem ist der? Der Prinz. Wer?
Weiß nicht, von wem das ist, gell? Soll ich singen? Nee, sing lieber nicht. Kenn ich nicht. Dann kommt der Copyright-Claim. Also einfach nur eine E9. Genau. F minor 11. F sharp minor 11. Und E9. Und an der... Da kannst du auch noch die 9 zu machen. Hör mal auf deinem Off jetzt, du da. So. Genau. Also, es klingt genauso wie es soll. Natürlich ein bisschen anders als das Original. Anders, wie man es sagt. Anders, das ist ja original aber, ein aber Dings. Aber ich könnte jetzt links ein bisschen weniger Modulation und rechts brutal Modulation. Pass auf. Jetzt gehe ich hier nicht durch die Presets, jetzt halte ich hier rein, dann wird das zum Band. Nein, das Spiele. Band, jetzt hör doch mal auf. Kannst du nicht spielen, wenn einer schwätzt? Das hört doch nachher keine Sau. Schwätz. Pass doch mal auf jetzt. Und hier, Leute, ganz ehrlich, warum guckt ihr denn dem seinen Kanal? Ja, das geht doch gar nicht. Weil die alle Anruf Englisch sind. Ja, hier, ganz cooler Mann, ganz ehrlich. So, jetzt hast du hier den Swirl-Schalterknopf. Und wenn ich den jetzt auf grün mache, pass auf, was passiert. Jetzt spiele mal. Ich hab ein bisschen Phaser, Phaser dabei. Ja. Nächstes Preset, die Nummer 2. Pass auf, da haben wir die Nummer 2. Band die Nummer 2, active. Hör mal auf jetzt. Ach, stopp. Nummer 2, active. So, 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 so. Und hier oben, Vibrato. Los geht's. Der war daneben. Aber ist geil. Geil ist das ein Vibrato? Da ist aber nicht alles auf Null. Kann man das Tap-Tempo? Wahrscheinlich nicht. Nee. Das Pedal ist... Aber bestimmt über Expression. Das Pedal ist so geil, da kannst du daneben hauen, klingt trotzdem gut. Ja. Aber wir machen noch einen. Hier, was haben wir? Ziehen Sie doch mal. Ich zieh einer, im Stehen. Ziehen Sie mal ein Preset, Herr Kiltz. Ich dachte, es wäre Klitz. Nee. Das ist Kiltz. Du musst ja immer merken, wie der Kilt vom Zorro. Dann hast du es richtig. Aber ein häufiger Fehler auf meiner Bankcard steht auch Klitz. Nein. Doch. Nein. Doch. Gibt's doch gar nicht. Ja. Die 4 hast du. So muss der Knopf stehen. So. Volle Lotte Detune. Wo ist das rote Licht? Da ist das rote Licht. Jetzt sind ungefähr 100 Kameras und ich muss dann immer gucken, wo ich reingucke. Ah, da ist es. So. Boah. Meine Frau hat schon gesagt, wenn du hierher gehst, du kaufst bestimmt irgendwas Neues. Die Gitter. Was willst du haben? Die Gitter? Die Gitter? Oder die Kameras? Ich glaube, ich bezahle jetzt die Kameras. Nee, Quatsch, ich nehme den Chorus natürlich, den Chorus. Bei uns YouTuber ist Gitter so, das ist alles langweilig, Kameras viel interessanter, weil damit arbeiten wir ja. Das genau, ist das, was du nicht siehst, was wir aber immer sehen. Ja? Damit müssen wir arbeiten, das ist unsere Tools. Die Gitter ist Mittel zum Zweck, wobei... Das Mittel zum Zweck hätte ich schon gerne. Ja, ich auch. Hm? Die würde ich auch mitnehmen direkt. Ist nicht Tage, das Ding. Ah, nee, ich darf nicht. Aber ganz ehrlich, so. Wenn es um Chorus geht, das ist ein guter. Das ist ein guter. Ich habe schon ein paar Chorus gehört. Das mit dem Swirl geil, du hast Vibrato, du hast, also, und vor allem komplette Kontrolle über Super Stereo, rechts und links und Mitte. Wie viel kosten die Dinge? Ich glaube, die kosten ein bisschen über... Ich will es jetzt... Ich weiß es nicht. Soll ich mal beim Tourbanger gucken?
Guck mal, Turmende. Der ist jetzt natürlich noch nicht draußen, aber ich gucke hier mal nach Eventide Ultra Tab heißt das Ding, glaube ich, oder? Ja, ja, 319, also schätzen wir mal, das geht in die Richtung. Klar, kein günstiges Pedal, aber es ist ja nicht nur eine Einstellung. Du hast ja eben, das abrufbar ja fünf Sounds genau. Und dann über MIDI noch mehr. Also ich bräuchte jetzt beim Chorus, ehrlich gesagt, wenn ich einen Chorus verwende, sind es meistens zwei verschiedene Einstellungen. Eine ein bisschen extremere und eine, die sehr, sehr gediegen ist. Aber die brauche ich beide. Aber wenn die beide scheißegal sind, dann ist es das wert. Ja. Vor allen Dingen, wie wir eben gesagt haben im Video mit Mike, wenn du einen Sound hast, der dich inspiriert und du schreibst damit einen Monster-Riff, ein Monster-Riff, was dir 3 Milliarden Euro macht, ist die 319 Euro wert. Ja. Ja? Sowieso. Ich meine, more is more. Sagte Malmsteen. Genau. Und recht hat er. How can less be more? More is more. Also, richtig geiler Chorus, richtig geile Gitarre und die Kameras sind auch nicht schlecht. Die sehen die ja nicht. Die sind ja nur Mittel zum Zweck. Gut, Bernd, ich bedanke mich, dass ich auf deinem Kanal auch mal sein durfte und auch mal in meiner nativen Muttersprache mal ein bisschen was präsentieren durfte. Zweite Mal schon, gell? Zum zweiten Mal schon. Ja. Hier, pass auf, das machen wir einmal die Woche. Ja? Einmal die Woche kommst du her, labern mir Scheiße, trinke Kaffee, zeigen komische Pedale und sagen denen, ey, kauf mal. Ja, da können wir noch ungefähr 30 Jahre weitermachen, nachdem, was hier alles so hängt. Da oben ist irgendwie ein roter Engel, wo die Engelleute gesagt haben, ey, der ist rot und geil, mach den doch mal. Können wir auch mal machen. Ja, ja, klar. Rote Engel. Rote Engel klingt wie irgendeine ganz böse Rammstein-Coverband. Der Rote Engel. Das klingt gut, ja. Rote Engel. Ja, das machen wir demnächst. Geil. Ich freue mich sehr. Ja, dann hören wir mal auf mit dem Video. Und genau. Ich weiß nicht, wie du immer, mach mal Ende hier so. Ja, ihr kennt das. Also Daumen nach oben. Wenn es nicht gefallen hat, zweimal Daumen nach unten. Das ist ganz wichtig, dass es mir so richtig zeigt. Fragen in die Comments und Kanal abonnieren nicht vergessen, das blöde Glöckchen drücken. Und auch wenn das in Englisch für euch nichts ist bei mir, einfach abonnieren drücken, nettes Glöckchen. Das tut keiner Sau weh. Und für mich ist gut, weil dann sagen die Firmen, boah, was ist das für ein geiler Hoshi, der da die dicken Abonnenten hat. Muss ja keiner gucken. Ja. Einfach abonnieren, geil für mich. Und vielleicht hast du dann irgendwann so viele Abonnenten wie Gitarre. Hier, und tschüss, sag ich. Ciao, mach's gut.